Hallo zusammen, es ist Freitag und das heißt, es ist mal wieder Skat-Rätsel- und Videotag. Ihr bekommt von mir also heute das volle Programm. Habt ihr schon die App gestartet und euch die neueste Partie reingezogen? Wenn nicht, solltet ihr auf jeden Fall tun. Sehr interessante Verteilung. Das soll uns jetzt aber noch nicht belasten, denn wir schauen uns hier natürlich chronologisch die Rätsel an. Ihr seht das vielleicht, ich mache auch nicht jedes, das eine oder andere der ersten Schwierigkeit. Lohnt sich dann vielleicht doch nicht für ein Video, aber der Siebentrümpfer mit Bauchschmerzen, der hat es mir natürlich angetan und das nicht nur, weil er von, hört, hört, Susanne Schäfer eingereicht wurde. Ja, also wer mich nicht persönlich kennt, Susanne, das ist tatsächlich meine Frau, alle anderen kennen sie natürlich auch. Wir sind ja oft genug gemeinsam beim Skat. Dieses Rätsel oder diese Verteilung, die sie hier für euch mitgebracht hat, die hat sie tatsächlich hier gespielt. Online sitzt hier neben mir und sagt dann: Daniel, ich glaube, das könnte eine ganz interessante Geschichte sein. Und das habe ich dann auch so gesehen, auch wenn es jetzt nur Schwierigkeit 2 ist, also nicht das ganz knifflige Rätsel. Aber du musst ja manchmal auch im Kleinen erstmal deine Stellung und deine Partien lösen. Also, Susanne sitzt in Hinterhand, schaut hier auf einen sehr vielversprechenden Ansatz, kann den Kreuz natürlich bis 24 reizen, mit 4 Vollen insgesamt, aber Vorhand hält die 24 und für ein Handspiel ist es dann doch ein wenig zu schwach. Also aussteigen und schauen, Vorhand spielt Pik. Im ersten Stich kommen wir mit Pik Buben ran und ja, die Rückschlüsse, die wir aufgrund der Pik Lusche ziehen können, das ist eigentlich hier schon mal das Interessante, sich das ein bisschen bewusst zu machen. Pik Lusche spricht doch sehr stark dafür, dass es ein trumpfstarkes Spiel ist, eher ein 7 als ein 6 Trümpfer. Sonst wäre die Chance sehr groß, dass unser Partner da einen Trumpf Vollen oder wenigstens ein Bild reingelegt hätte. So wird er dann vermutlich nur noch den Kreuzbuben, vielleicht noch einen Karobuben haben oder Kreuzbuben und eine Trumpflusche. Das ist also schon was, was man dieser Pik 8 hier so entnehmen kann. Und das bedeutet dann wiederum, obwohl wir ja keinen Trumpf mehr haben, sollten wir jetzt unsere Vollen nicht mit in die Kiste nehmen und aufsparen, denn sehr viele Trumpfstiche wird unser Partner vermutlich nicht machen. Da können wir es uns also gut erlauben, jetzt auch mal was anzubieten. Das erscheint sogar geboten, selbst wenn wir mit geschlossenen Karten hier die Verteilung oder die Kartenhand unseres Partners noch nicht kennen. So, ob wir jetzt Kreuz Ass ziehen oder Karo Ass, ist so ein bisschen Geschmackssache. Karo Ass hat natürlich theoretisch erstmal eine bessere Chance durchzulaufen, weil wir nur 3 haben. Andererseits, wenn Kreuz Ass läuft, dann wird es für den Alleinspieler schnell unangenehmer, weil unser Partner in Hinterhand natürlich Kreuz auch kürzer hat, vielleicht da noch wimmeln oder überstechen kann. Also starten wir hier mal mit dem Kreuz Ass. Im Rätselsinne hier ist das auf jeden Fall der beste Zug. Und da muss auch bedient werden. Jetzt haben wir 15 Augen und klar, wenn von hinten nur die Lusche kommt, muss die Kreuzdame ja beim Alleinspieler sein. Also geht dann auch zwangsläufig die Kreuz-10 hinterher, um zu schauen. Aber die Kreuzdame wurde gedrückt und der Alleinspieler sticht. So, klar, wir könnten jetzt überstechen und dann fortsetzen. Ein wenig besser ist es hier tatsächlich, gibt glaube ich noch 2 Augen mehr, wenn wir abschmeißen. Das kann man vielleicht auch mit verdeckten Karten so sehen, dass man lieber auf volle, ja, auf einen weiteren Vollen wartet und dafür noch in Trumpf ein Bild mitnimmt. Muss man vielleicht nicht unbedingt machen, aber jetzt hier, wo ich das natürlich auch schon kenne, werden wir gleich mal auf Optimum spielen, also Abwurf. So, jetzt tritt der Alleinspieler direkt mit Fehl an, mit Herz. Warum tut er das? Nun, das sollte dem Spieler hier dann auch klar sein, dass der Alleinspieler in Trumpf gar nicht mehr so viel zu klären hat, dass es tatsächlich wohl so ist, dass er 7 Trümpfe hat, ihm hier also nur noch die Lusche und der Bube fehlt und dass er jetzt eben versucht, in der Fehlfarbe Herz möglichst schnell die Farbe zu klären, bevor da irgendwelche Abwürfe möglich sind, damit eben nicht noch so viel gewimmelt werden kann. Also rausnehmen, Partner bedient und jetzt kommt natürlich der Clou in dem Spiel, eine Geschichte, die Hobbyspielern nicht ganz so geläufig ist, unter sehr erfahrenen Spielern logischerweise schon. Trumpf mal spielen als Gegenspieler. So eine Trumpflusche, die bewirkt manchmal Wunder, denn sie erlaubt dem Partner einen Abwurf und dann kann später ein Bild oder gar ein Voller irgendwo gewimmelt werden. So, in dem Fall bei 7 Trumpf ist es jetzt sogar ganz egal, ob erst Kreuzbube und dann Trumpflusche gezogen wird. Der natürlichere Zug ist jetzt sicher einmal Kreuzbube von oben und dann ein Spiel mit Trumpflusche
Und da ist es natürlich jetzt hier auch leicht zu erkennen, die blanke Herzlusche, was willst du damit? Die kannst du fallen lassen und schon sitzt der Alleinspieler in der Falle. Er muss früher oder später hier mit seiner Herzlusche antreten und dann wird der Sack zugemacht, dann schnappt die Falle zu. Mit Wimmlung Karo 10 kommen wir hier auf 65. Selbst wenn wir direkt die Kreuz 10 schon übergestochen haben, dann ist es das Gleiche. Auch dann muss Trumpf Lusche irgendwann gespielt werden, spätestens nachdem Herz Ass gezogen wurde, um diesen Abwurf zu ermöglichen. Dann wird gegebenenfalls nicht mit 65, sondern nur mit 63 gewonnen. Entscheidend ist hier eben auch mal als Gegenspieler Trumpf anzufassen. Das ist überhaupt nicht verboten, das ist nicht verwerflich, das ist manchmal sogar die zwingende Karte, um eine Wimmlung und damit den Sieg zu erzwingen. So, haben wir es direkt gelöst, fehlerfrei gespielt, beide Pokale. Wunderbar. Gehen wir hier nochmal einmal auf Spielverlauf, damit wir auch die komplette Kartenverteilung uns einmal anschauen können. Der gespielte Pik hier war mit 7 Trümpfen und 2 Bildern im Keller, alles ganz plausibel. Und ja, ein schönes, kleines Rätsel, ein kleiner Diamant. Da danke ich also meinem Sonnenschein Susanne nochmal dafür. Bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen, fürs Skatspielen, dass ihr mir so ein treues Publikum seid. Bleibt dran, bis bald und wie immer, gut blatt.